Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus hier zu einem neuen Let's Play, also einem neuen Part von Mafia 3. Ich bin hier völlig aus dem Häuschen, denn wie ihr vielleicht auch sehen könnt, hallo Mikrofon, hallo Rode N1A und also tschüss Rode N1A. Nein, werfen wir es natürlich nicht, aber hallo mein wunderschönes Mikrofon, Procaster von Rode, also eigentlich. Ich habe es mal getestet, ne? So als Information. Das hier, mit den genau gleichen Einstellungen am Mischpult, es tönt so laut in den Ohren, das ist abnormal. Also die Nebengeräusche, ne? Die Nebengeräusche tönen so laut. Ich habe mir fast die Ohren zuhalten müssen, dass ich etwas höre. Und das hier, das ist völlig, ist ja ein dynamisches Mikrofon, ne? Das ist ja was anderes, hat ja auch hier unten noch mehrere Sachen. Also das heißt, was hier passiert oder was hier da reinkommt, wird weniger wahrgenommen, heißt wird gedämmt. Ist aber so, man müsste eigentlich frontal drauf sprechen. Jetzt, bei mir geht's jetzt gerade nicht, weil Setup und Co. Und ich nehme auch mit Facecam auf und da wird's blöd, wenn wir hier irgendwie ein Dingens vorne haben, irgendwie so ein doofes Ding hier drüber schwappen haben. Das sieht einfach beschissen aus und da habe ich mir entschieden, ich rede ein bisschen quer drüber hier, also so ein bisschen drüber, ne? Das wird eventuell, ich weiß nicht, also ich sehe auf den Aufnahmen hier, also wunderschön sehen wir hier aus, wirklich wunderschön. Nein, nicht wunderschön, sondern einfach, wir haben aber ein bisschen, ich weiß nicht. Uns geht's gut. Es regnet. Ich hoffe mal nicht bei uns. Aber wo haben wir hier denn unsere Karren, ne? Wo haben wir hier unsere schöne Karren? Wo ist denn das überhaupt hier? Hallo, Karren. Ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen den Bass ein bisschen verstärken. Weil ich weiß nicht, bei mir, keine Ahnung. Offenbar, ich rede viel und in tiefer Stimme. Und da ist es doch erwähnenswert, wenn das ein bisschen hervorgehoben wird. Nicht, wenn da irgendwie was verloren geht oder ginge. Aber ist auch mal schön, hier im Regen rumzufahren. Ja, mal ein bisschen andere Sachen machen können. Ist der Karren ein bisschen im Arsch oder wie? So, wir müssen natürlich zuerst ein paar Sachen auflesen, beziehungsweise ein paar Sachen machen. Wir haben, was ist denn das hier? Rede mit Alma. Ah, guck mal, noch mit Alma können wir reden. Stimmt ja eigentlich, da haben wir auch noch was übersehen, beziehungsweise noch am Laufen. Wir haben so viele Sachen, die wir hier noch machen können. Also eigentlich, ich finde es eigentlich fast gar nicht schlimm. Das ist extremst. Das Geräusch meines Gamepads wird gar nicht erst aufgezeichnet. Das ist so genial, muss ich mal sagen. Ne? So genial, ich habe keine Worte dafür, aber ich finde es einfach gut. Tut mir leid, ich finde es gut. Ich finde es eine gute Investition, die ich gemacht habe für meine 190, 193. Ich habe jetzt das Rode N1A, ich glaube, 4 Jahre für YouTube oder 3 Jahre für YouTube genutzt. Da kann man sich doch schon mal wieder ein neues gönnen, muss man doch sagen. Ne? Ich weiß, ich soll nicht so verschwenderisch sein, aber ich habe mich genervt jetzt mit diesem alten Rode N1A. Da ja auch ich jetzt einen Mitbewohner habe und der auch, wenn er mal spielt, wenn er nicht im Militär wäre, auch hier drinnen sitzt und man hört das vielleicht nicht so gut, oder beziehungsweise man hört ihn dann weniger, weil es ein dynamisches Mikrofon ist und somit ein bisschen mehr auf Tasche hat, denn ich muss sagen, das Mikrofon hier, das wiegt nur die Hälfte des jetzigen. Also ich habe dir das Procaster, das wiegt ungefähr 600 Gramm, also so ein halbes Kilo, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ui. Na gut. Und das hier, das ist mein altes NT1A, das wiegt irgendwie 200-300 Gramm. Also im Grunde genommen ja etwa ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr als die Hälfte, plus minus gesehen ja schon, ne? Wow. Mit Rudeln hier. Sind wir nicht von hier gekommen, nicht doof, Mann? Oder nee? Nee, das ist auch unser, ne? Weiß. Ich höre gar nichts. Was ist denn los? Aber wir sollen mit Alma reden. Jetzt ist er hier irgendwo oben. Oder Almer, Almo, Almosen? Keine Ahnung. Wir haben keine Munition mehr. Shit, da müssen wir vielleicht noch holen. Ja, aber jetzt müssen wir mit Alma sprechen. Und da können wir uns auch noch so Gemüte. Oh, guck mal. Oh! Woher mal die Munition ist? Ist mir eigentlich schleierhaft. Wir gehen mal eine Runde rein. Oder versuchen reinzukommen. Und, hallo, wunderschöner Mann. Oder Frau. Du bist dieser Typ. Lincoln Clay. Vito hat mich zu dir geschickt. Wir sollen doppelt so viele Lieferungen machen.
Dadurch verdoppelt sich aber das Risiko, der Küstenwache ins Netz zu gehen. Ich fürchte, da werde ich dir nicht groß helfen können. Dann kümmere ich mich selbst drum, hijo de la gran puta. What? Ich brauche wen, der die Lagerhäuser füllt, damit die Kohle reinkommt. Über wie viel reden wir? Keine Angst, es wird sich lohnen für dich. Du musst Trax überfallen für die Ware. Sollte kein Problem sein. Ich lass dich wissen, wenn ich den ersten hab. Du hast ihm nicht nur das Leben gerettet. Er ist wieder der Alte. Das ist Vito. Vito Scarlett. Ich meine, diesen Vito habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte, dass er so bleibt, wie er jetzt ist. Was genau willst du mir damit sagen? Was passiert denn als nächstes? Du brauchst ihn und uns brauchst du auch. Wenn du Marcano jetzt in den Arsch fickst, landet er dann wieder im Kühlraum? Würdest du mir glauben, wenn ich Nein sage? Nein, nicht wirklich. Aber ich glaube sowieso nicht vielen Leuten. Und wenn Vito zu mir kommt und sagt, so ist es, dann soll es so sein. Wenn du Leuten von Greco begegnest, leg sie einfach um. Das macht uns die Sache einfacher. Greco? Na dann, ab die Soße. Pustekuchen. Hui! Hui! Ich habe ein paar erstklassige Lieferungen im Auge. Hui. Leg ein paar Typen um und bring mir das Zeug. Den Rest mache ich. Wow! Und ich muss auch noch sagen, wenn wir hier zum Beispiel einen Test machen, ist es irgendwie viel leiser, als wenn ich hier oben rede. Das ist wirklich enorm. Dass eigentlich hier die passiven Aufnahmedinger ausmachen, dass hier ausblendet. Das hast du beim NT1A gar nicht, muss man doch wirklich sagen. Und das ist doch wunderschön. Und die Frage ist, wo kommen wir hier runter? Ich ja doof hier. Hier runterspringen, will ich das? Ich glaube nicht. Hä? Ach, ich hab mich konnte. Ah, shit, ich bin da so doof. Ich komme einfach hier wieder raus, oder? Hä? Was? Wieso nicht? Muss ich noch eins weiter? Okay, jetzt bin ich selbst auf die Tube gefallen. Ist ja auch ein bisschen doof, muss man sagen. Unser schönes Auto ist hier. Nee, unser Auto war. Oh, da. Aber wir nehmen das hier. Was? Wieso? Na gut. Wenn jemand hier die Bullen ruft, ich weiß nicht. Gut. Die Frage ist jetzt. Wohin, weshalb, warum? Die CIA will etwas, Vito Scarlett will etwas. Wir geben mal 700 Einsatten, ne? Oder wird da mehr draus, wenn wir da wieder ein bisschen warten? Weißt du was, ich probiere mal hier einfach zu warten. Wenn da ein bisschen mehr wird, dann können wir da abholen. Wir gehen mal zu Donovan, die CIA mal wieder erkundschaften, was die so will. Oder wir machen es gerade richtig. Und holen uns den nächsten Dingens. Die nächste Runde, ne? Da auch mal so weit entfernt sein. Und wir gehen wieder weiter. Ich hoffe mal, was pixelmäßig hier was. Ich hoffe mal, die Einstellungen meines Mikrofons sind gut genug. Ich habe jetzt nur kurz ein bisschen rumgeschraubt. Ich habe eigentlich gestern den ganzen Abend rumgeschraubt. Da habe ich gar keine Aufnahmen gemacht. Ich habe zwar aber am Wochenende mit dem Rode NSA noch ein bisschen aufgenommen. Aber jetzt mit dem Procaster will ich noch ein bisschen. Ich finde es doch ein bisschen noch ein. Wieder mal was Neues, ne? Ich find's wieder cool, was Neues zu haben, muss ich wirklich sagen. Es ist komisch, aber yeah! Wow, na gut. Und ich find's auch schön, dass wir hier nicht wieder so einen Popschutz vorne dran haben müssen, so einen Kack-Popschutz. Hat mir ein bisschen genervt, muss ich doch sagen. Ich frage mich, wieso wir nicht die Dinger hören. Den Regen. Ist auch auf hoch hier. Der Regen ist ja auch hoch. Wieso hören wir das nicht? Ach, das ist das Wasser unten drunter. Ach, das ist das Ding, ne? Dong. Und ich glaube mal Sachen am Arsch. Macht aber nichts, wir können weiterfahren. So. Ja, das repariert sich von allein. Das repariert sich von allein. Das ist viel klar. Zu früh. Ich bin nur immer abgelenkt, das ist aber doof, weil ich hier noch ein bisschen nach drüben schauen will und so, weil das alles korrekt eingestellt ist und Co. Muss ja mal auch mal machen, ne? Man darf nicht immer die ganze Zeit, muss auch ein bisschen kontrollieren teilweise, weil man ist ja auch angeschissen, wenn es nicht funktioniert.
Und daher mache ich es einfach ein paar Mal hier, weil es ein neues und alles wieder pro. Darf ich das ja wohl oder übel mal machen? Hä? Ach, schau mal, das ist ja nicht so. Oh. Ich frage mich, ob wir hier durch können. Shit. Ich dachte, wir können die Explosion vollführen, aber gut. Da ist Need for Speed doch weiter als Mafia. Aber hier nicht. Ach, das Tor können wir nicht zerstören. Oh, was haben wir gemacht? Das Tor können wir nicht zerstören, oder was? Ist eigentlich ein bisschen doof, muss ich dort sagen. Das Tor können wir wirklich nicht zerstören. Mei. Habe ich was Besseres erwartet? Wirklich was Besseres? Ich habe gedacht, dass... ich bin da wirklich doof. Ich schau nicht mal auf was Neues hier, und dann nehmen wir uns wieder... Nee, ist einfach doof. Hier, links, so. Endlich nur mal, ich bin auch wirklich doof. Schaffen wir es mit 60 in Riff hinzulegen? Ja, klappt doch. Man hört den Regen ganz leicht. Ich kann es kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab mal kurz einen Test gemacht und war hier, müssen wir reinschnaufen, ne? Dass du ein gutes Leben hast. Und jetzt hier. Das ist viel weniger. Aber gut, wir haben hier ein bisschen rumgequasselt und irgendwie noch nichts dazu bekommen. Wenn wir schon hier oben sind, ne? Dann aber richtig. Ist die Karre wieder gut? Die Karre ist wieder wunderschön. Und wir gehen jetzt mit Berg. Berg. Wir reden mit Berg eine Runde und dann können wir wieder absausen hier. Ich weiß, es klingt ein bisschen doof, aber Berg ist natürlich ich glaube, er ist nicht unser Homie oder so. Kann das sein, dass er unser Homie ist? Oder unser Feind? Ich weiß nicht, was von beiden hier richtig ist. Aber wir können auf jeden Fall nicht driften. Ist schon mal klar, wir können nicht driften. Ja, guck mal nicht. Geht so nicht. Wir machen das schon irgendwie, aber heute... Was habe ich da? Gegner gesehen? Oh, wirklich? Gegner gesehen? Ui. Hallo, Lady. Und weiter geht die Fahrt. So wunderschön wir auch sind. Parkieren wir hier. Rennen wir raus. Wenn du abhaust, versuch es mit der Hintertür. Berg. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja. Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee.
Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich hab schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Bacano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu glauben, nicht. Solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nenn mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Leonard, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie.